Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Thema AutoWidester 2 und dem großen Update, was über die Jahre rausgebracht wurde. Version 1.4.5.2 mit massig Content um die 15 Autos und Strecken. Wir haben 3 DLC-Packs. Wir haben die Erweiterung des Standard-Content im Bereich GT3, im Bereich GT1, im Bereich Gruppe C. Wir haben viele kleine Verbesserungen im Bereich Game-Menüführung, Konfiguration, Force Feedback, Fahrphysik, KI und. Aber lass uns jetzt erstmal ganz kurz auf den Content schauen. Wir fangen mit den Strecken an, die sich im Historical Trackpack DLC verbergen. Da geht es um keine geringere Strecke als Qashqai 1988, auch bekannt unter Estoril. Wir wandern weiter nach Spanien, nach Jerez, auch in der Version der 88er Jahre. Und wenn ich die historischen Strecken erwähne, dürft ihr nie vergessen, dass AutoWidester 2 auch die einzige Simulation ist, die passend zu den Strecken auch über eine Zeitspanne von 40 Jahren historische Wetterdaten anbietet, finde ich schon ein sehr geiles Alleinstellungsmerkmal. Wir waren bei Formel 1 hängen geblieben und da gehen wir gleich über zum Brazilian Racing Legend Pack, bestehehend aus 3 Fahrzeugen, den Brabham BT49, Lotus 98T und den McLaren MP4-4. 3 sehr geniale Autos. Wir gehen weiter zum Supercars DLC Pack, bestehend aus McLaren Senna, Brabham BT62, die Hypercar-Klasse bilden, sowie der Corvette C8 Z06, die in eine sogenannte Supercars-Klasse wandert. Nun gehen wir mal über zur Erweiterung des Standard-Content. Und wenn ich sage, meine Damen und Herren, beruhigen Sie sich bitte, Erweiterung des Standard-Content, das kann doch nicht so besonders sein. Doch ist es, denn dafür müssen wir kein Geld bezahlen, die Dinger sind einfach so drin und dabei. Also zunächst mal begrüße ich überhaupt die Ankunft der Marke Nissan hier in AMS2 und da hat sich Ryzer nicht lumpen lassen, denn wir haben nicht nur den Godzilla, den Nissan GT-R GT3 aus dem Jahre 2017 in die GT3-Klasse bekommen, sondern wir haben geilerweise auch endlich meinen Spielkameraden für den Sauber C9 beispielsweise gefunden, nämlich der Nissan R89C ist in die Gruppe C mit dazugekommen. Ebenfalls auch was ganz Tolles, die Erweiterung der GT1-Klasse, auch diese Klasse sehr beliebt bei mir. Das heißt, der Nissan R390 GT1 ist also auch ebenfalls mit in den Standard-Content gerutscht, geflutscht. Des Weiteren haben wir dann einfach nur noch mal so nebenbei erwähnt, den Brabham BT52, den McLaren 4.5B und den McLaren 4.6. Also der McLaren 4-5B ist ein V10. Danach kam dann der McLaren MP4-6, also diese, ich sag mal, 6 supergeilen Fahrzeuge sind in den Standard-Content reingewandert. Und ich noch ewig weiterrede, lasst uns diesen geilen Content jetzt mal in einem ganz kurzen Video mal peu à peu ansehen und auf Herz und Nieren prüfen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß. Let's go. Ja, ist ja, also, Leute, das ist immer so übertreiben ist. ich kann es verstehen, den Applaus, denn bei diesem Auto, den Lotus 98T, ist es schon mal ein bisschen angebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, liebe Freunde, liebe Zuseher und auch Innen. Der Punkt ist, wir werden heute aufgrund der hohen Menge an Content nicht mit jedem Auto irgendwie ein 5-Runden-Rennen, nicht mal ein 3-Runden-Rennen fahren. Deswegen haben wir heute ein spezielles Vorgehensmodell entwickelt. Wir werden mit jedem Auto auf auch unter anderem den neuen Strecken. Wir haben ja 2 neue Strecken, die wir jetzt schon zum Besten geben können. Ich weiß gar nicht, ob Bathurst mittlerweile schon mit reingekommen ist. Wahrscheinlich nicht, sonst hätte ich es schon gemerkt. Aber dazu später mehr. Atmen, Knut. Werden wir mit jedem Auto eine Runde fahren? Also wir starten mit dem Lotus 98T. Und da sind wir also jetzt hier im Cockpit vom Lotus 98T. Wir düsen mal raus und gucken, wie der Sound ist und wie sich der Rest so anfühlt. Wir haben, wie gesagt, das passende historische Wetter von 1988, dem 30. Oktober 1988 eingestellt. Da fand damals das 15. Rennen der Formel 1-Saison 1988 statt und wie wir sehen, war da schönes Wetter. Thank you.
Ich muss mich ganz kleines bisschen konzentrieren. Probier die jetzt mal voll, ehrlich gesagt. Easy. Völlig easy. Man sieht hier auch den Einlenkpunkt echt richtig gar nicht, aber das ist jetzt dann doch mal eine Runde, die wenigstens halbwegs geklappt hat. Und damit sind wir schon wieder durch und haben uns den L98T, der eigentlich Lotus 98T heißt, angesehen. Und zack, einmal aus Asien nach Europa, nach Imola 1988. Imola 1988 in seinem 88er Default Weather vom 1.5., vom 1. Mai 1988. Und wir sehen, wir haben nicht so viel Glück, es ist ein bisschen Nebel. Das soll uns aber nicht abhalten, den MP4-4 zu wählen, der uns hoffentlich hier ein wenig Spaß auf der Strecke bringt, ohne ihn vorher zu zerschrotten. Oh. Die Fahrzeuge, meine sehr verehrten und lieben und aber auch netten Zuschauer, sind schon herausfordernd zu fahren, finde ich, aber ist eine gute Mischung, also ein echt guter Kompromiss zwischen ja, man merkt's, ne? Also ist ein guter Kompromiss gefunden worden von Ryzer zwischen Fahrbarkeit. Wir probieren aber trotzdem nochmal eine. Zwischen Fahrbarkeit und trotzdem so dem ja, Anschein oder ja, dem Wissen, dass das Auto ja doch relativ schwierig zu fahren ist. Also das ist echt gut gelungen. Es ist nicht so, dass du dich hier reinsetzt und denkst, Alter, hier kann ich ja keine 5 Meter fahren. Weil da verliert man nämlich auch ganz schnell die Lust, also insbesondere ich. Und deshalb passt das hier ziemlich gut, gefällt mir sehr, sehr gut. Und ihr könnt euch in der Zwischenzeit schon mal einfallen lassen, welche Strecken und Fahrzeugkombinationen ihr in dem zweiten Video sehen wollt, wo ich gegen die KI fahre. Weil heute testen wir nur die Autos und die Strecken aus und den neuen Content. Also beleuchten hauptsächlich einfach nur den Content. Das war meine schnelle Runde im dritten Versuch auf Imola 88 im McLaren MP4-4. Ein Applaus ist das natürlich wert, denn wir sitzen im Brabham BT52 in einem BMW rein, Vierzylinder-Turbomotor mit 910 PS. Und bevor ich den Motor starte, möchte ich ganz explizit darauf hinweisen, dass das aktuell, egal welche Defizite er zwischendrin noch hat, mein absoluter Lieblingsmotorsound ist. Aber genießt es selbst, sofern ihr nicht automatisch sowieso schon kennt, weil ihr Automobilister auch fahrt. Ich starte mal. Schönen Dank. Oh, kein Startgeräusch. Kein Startgeräusch. Das ist aber, Fräulein, das ist nicht gut, aber jetzt wird es wieder richtig gut. Man lege den ersten Gang ein. Also allein schon dieses... Den Sound, den er so zwischen 4 und 5.000 hat. Ist das geil?
Ja, und wie gesagt, fast 1000. Wer hat denn hier am Force Feedback rumgeschraubt? Fast 1000 PS. Und kein Downforce auf der Vorderachse oder kalte Reifen oder beides. Okay, da ist der Limiter. Also das ist 100% Fakt, dass dieses Auto hier absolut maximal sich geil fahren lässt. Drivability 100.000%. Und ja, Front-Downforce kann man sich dann in den Jahren später, in den Folgejahren kann man sich dann gerne mal Front-Downforce irgendwie wünschen. In diesen Jahren. Ah, Downforce auf der Vorderachse. Nicht so gefragt scheinbar, ne? So, Zeit läuft. Ich hoffe, diesmal klappt's. Also die Kurve kann man echt noch, ne, gut, aber es geht ja auch nur um eine Zeit und nicht die Zeit. Zeig mal her. Dieses Auto hier in Spielberg mit dem Sound. Ah. Weißt du? Ah. Ja. Come down. Please come down. Leute, der McLaren MP45B V10 Power. Wir labern nicht lange rum. Start the engine. Und also die Pit-Limiter. Das ist ein Formel-1-Sound. Oder beziehungsweise das ist ein Sound, der in ein Formel-1-Auto einfach per se reingehört. Diese Tonhöhe gerade, ja. Aber wie geil lässt der sich denn am Limit fahren? Den kannst du ja driften wie ein Go-Kart. Mit der Kurve tue ich mich echt noch schwer, man merkt's. So, jetzt ist die Stelle, wo ich vorne rausgeflogen bin. Dass wir hier wenigstens mal eine Zeit zustande kriegen. Also das ist ein sehr, sehr geiles Auto. Ich empfehle es euch. Was für eine geile Karre. Ich bin richtig happy, dass dieses Auto im Content enthalten ist. Und wir springen gleich in den nächsten, nämlich den MP4 6. Und auch hier gibt es kein Bier, Aber ein Applaus für dieses phänomenale Auto. Und auch hier geht es gleich wieder los.
So wird es auf jeden Fall nichts hämmertisen. Verschalten können wir uns auch besser, als dass wir richtig schalten können. Und wir sind gewandert nach Jerez, und zwar auch 1988 mit historischem Wetter, aber diesmal in einem Gruppe C-Fahrzeug, nämlich keinem geringeren als dem Nissan R89C mit einem fast 5 Liter V8. Wir haben um die 920 PS und knapp ebenso viel Newtonmeter, also eine wirklich garstige Höllenmaschine. Und alles Weitere sehen wir gleich auf der Strecke. Wir machen die Zündung an, wir machen das Licht an, wir machen den Pitlimiter an und wir starten den Motor. Legen den ersten Gang ein und merken auch hier, dass wir das Dash durchschalten können in K. Das finde ich geil. Jetzt aber. Wieder zu schnell, viel zu schnell reingefahren in die erste. Schön doch noch. Nissan R89C, mein Geheimtipp. Supergeile Fahrphysik, satter Sound. Du merkst komplett alles beim Umlenken, Gewichtsverlagerung. Da hüpft das Kleidchen. Also das ist wirklich richtig sahnig. Wir jumpen zum nächsten Nissan, würde ich sagen, zum GT1. Und kommt schon, einen herzlichen Applaus für den Nissan R93 GT1 auf dem Hockenheimring. Mal was anderes. Temperatures look good.
Und natürlich, entschuldigt bitte, in einem GT3 soll das Lenkrad dann auch schon entsprechend angepasst sein. Wobei das jetzt für diesen GT3 echt blöd ist, weil da ist es immer noch rund. Egal, wir werden den Nissan GT-R GT3 aus dem Jahr 2017 jetzt hier auf dem Donington Park mal uns zur Brust nehmen. Lichtanzündung ist an, Litpimeter ebenfalls und wir knattern los. Das ist ja mein Sound. Moment. Das finde ich aber mal ziemlich nice, muss ich mal so sagen. Wie? Auf zur schnellen Runde. Das muss man auch nochmal üben. Ach was? Das Bremsen und das Geräusch des Getriebes beim Unterschalten. Erinnert mich so ein bisschen an das Gran Turismo Abtouren so. So. Brachial, wirklich. Also das... Ach, herrlich. Also sieht wirklich grafisch geil aus und auch vom Sound her super gemacht. Und damit ein herzliches Willkommen aus dem Cockpit des Brabham BT62. Knappe 600 V8 PS erwarten uns hier und eins, wie ich finde, der besten Soundumsetzung überhaupt. Im Simracing haben wir denn auch hier die Möglichkeit umzuschalten. Super geil geht's. Wir sind auf dem, wer es noch nicht gesehen hat, Laguna Seca WeatherTech Raceway. Und wir zuckeln gar nicht lange rum, sondern... Das ist mal geil, oder? Hör mal. Zündung aus. Also, pass auf jetzt hier. Hat er einen Litpimeter? Hat er. Wir machen noch einmal Geräuschi Popoischi. Zündung und Start. Achtung. Das ist für mich ein sauberer Übergang eines Zündungsstartprozederes in einem Auto. Und das ist ein sogenanntes Hypercar. Herzlich willkommen in der Hypercar-Klasse, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir fahren eine Runde Hypercar und jetzt rückwärts. Nein, das machen wir nicht. Nein, nicht immer den gleichen Laguna Seca-Fehler, Knut, du hässliche Fresse. Hab ich nicht gesagt. Deswegen müsst ihr noch eine weitere Runde ertragen. Boah, süchtig!
Sector 2 time is okay. Your right front tire is getting hot. Aber das ist ja mal eine geile Kiste, Leute. Ganz kurz ins Replay, bitte. Ich bin verliebt. Der Sound, Leute. Sind die eigentlich... Fantastisch. Fantastisch. Hier in Interlagos wirkt das Interieur des McLaren Senna. Fantastisch. Ich bin begeistert. 815 PS, auch so viel Newtonmeter. Ja, 4 Liter V8, was gibt's da zu sagen? Natürlich Heckantrieb, eine kleine Fahrmaschine. Aber wie es damit so um den Kurs geht, ja, das werden wir jetzt sehen. Zündung. Licht. Pit-Limiter. Starter. Kann man ja auch durchswitchen. Nee, das kann man nicht. Aha, gucke mal an. Oh. Auch ein interessanter Sound. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, mein Herz schlägt für den Brabham. Also mit so einer Handkupplung anfahren, ist schon echt... Da muss man dran denken. Nee, ich denke, ich werde mein KI-Rennen starten mit beiden Autos. Und dann haben wir die Frage beantwortet. Und Fakt ist, dass ich auf jeden Fall den Brabham nehme. Denn so richtig drauf habe ich es nicht hier mit dem McLaren Senna. Eine machen wir noch. Und meine Lieben, wo muss man sein, wenn man eine Corvette fährt? Eine Corvette, eine Corvette, eine Corvette auf Road America. Herzlich willkommen im Corvette C8Z06. Ein Supercar seinerseits und wir starten die Maschine und sehen ein Head-Up-Display direkt mal. Das ist interessant. Stark. Ihr verzeiht es mir, ne, dieses Geeire. Ich bin ungeübt, ich wollte euch die Autos zeigen. Also beruhigt euch bitte. Cooles Lenkrad übrigens. Also nicht das, was ich hier drauf habe, sondern das Auto, was die Corvette für ein Lenkrad hat. Finde ich geil. So, wir bremsen mal wieder hier bei 400.
Also hier wäre, ist ein Wesen. Jetzt merke ich es. Also hiervon werde ich mir auf jeden Fall diese Runde, wenn die gut läuft, das gesamte Replay reinziehen und ihr euch auch. Weil ich, also das Auto macht mir jetzt mal so richtig Spaß. Also das ist ja ziemlich geil. Ja? Also der McLaren Senna, der hat mich jetzt so auf dem ganz ersten Moment so ein bisschen unterkühlt erwischt. So. Aber er hier? Was für ein heißes Teil, Alter. Da kannst du richtig mit racen. Da kannst du richtig mit racen. Herumbrettern. Würde man sagen. Eieieiei, ist das geil. Was man übrigens auch betonen muss, das kenne ich eigentlich erst aus Beamengy, dass da je nach Fahrzeug natürlich auch das Gefühl im Lenkrad ein anderes ist. Wir haben jetzt hier eine 218 hingezwirbelt. Ich erzähle euch das ganz kurz zu Ende, dann gucken wir ins Replay. Was man hier bei diesem Auto extrem gut merkt, Straßenfahrzeug im Verhältnis zu einem Rennwagen, weich gefedert, wenn du über Curbs fährst, fast kein Feedback. Du merkst sie aber ganz schön ausbalanciert, echt geil gemacht. Also sehr, sehr gut gemacht, dieses Auto. Ganz ehrlich, richtig schön. Auch die Bewegung so im Replay, wie die Physik so funktioniert, toll. Muss ich wirklich, also echt geil. Wer hat an der Uhr gedreht? Meine Lieben, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, ich habe kein Fahrzeug oder eine Strecke vergessen. Ich hoffe, dass ich euch alle Sachen, die ich jetzt hier nicht zeigen konnte, euch in einem der vielen nächsten Videos, gegebenenfalls auch wieder in Community-Rennen bei der Semi-Slick zeigen möchte. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und kann euch mal so ungefähr einen Einblick geben, wie der neue Content ist, wie die DLC-Packs sind, ob sie sich für euch lohnen oder nicht vielleicht auch der Standard-Content reicht. All das wollte ich euch in diesem Video zeigen, euch näher bringen. Und wie gesagt, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, gefallen und war ein wenig aufschlussreich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Vielen lieben Dank und für alle, die es noch nicht gesehen haben und gehört haben, vor allen Dingen gesundes neues Jahr an der Stelle und tschüss, euer Knut. Danke.